Trainingslager, so hoffte man, würde Körper und Geist noch einmal aufgefrischt haben. 8.700 Zuschauer kamen heute ins Olympiastadion und sie erlebten einen Auftakt fast nach Maß. Berlin in den blauen Trikots, Mike Schmidt, der Abwehrspieler, mit einer ersten Chance in der ersten Minute. Die Mannheimer ohne Gaudinho, der einen kleinen Disput mit Trainer Schnappner gehabt haben soll, erkannten allerdings schnell die anfänglichen Schwächen in der Berliner Abwehr. Fritz Walter an die Latte, dies in der fünften Minute, nur eine Minute später. Sebert. Der Ball wird klug weitergespielt. Und dann klärt Mike Schmidt in letzter Not vor Bührer und Fritz Walter. Aber auch die Abwehr der Gäste bekleckerte sich nicht mit Ruhm, im Gegenteil. Dieter Brefort. Eine scharfe Hereingabe, in die Egon Flath rutscht. Das 1:0 für Blau-Weiß 90 Berlin in der neunten Minute. Verständlicher Jubel natürlich. War damit vielleicht der Bann mal wieder gebrochen? Brefort, Flath, keine Chance für Torhüter Gregor Quasten. Der Tabellenletzte nun mit Oberwasser. Ein schöner Pass von Brefort auf Hellmann. Doch wie so oft in dieser Saison versagen dem Berliner im Abschluss die Nerven. Es war ein munteres Spiel, das sich den Zuschauern bot. An Torraumszenen mangelte es nicht. Riedle, der wahrscheinlich nach Bremen wechselt. Der Eckball ergab da nichts Nennen und Sehenswertes. Aber auch die Mannheimer hatten ihre Gelegenheiten. Borchos, der für Gaudinho in die Mannschaft gekommen war. Walter verfehlt und Jörg Neun aus dem Hinterhalt ohne Schussglück. René van der Eyken, der Kapitän aus Belgien in Berlin, der allerdings den Verein verlassen wird. Riedle. Und diese Chance, ja, sie war leichtsinnig vertan. Dennoch, es gab einen Eckball. Gregor Quasten, wie er schon bei Hertha BSC hier im Olympiastadion viele Spiele erlebt hatte. Und erneute Eckball nach dieser Abwehraktion von Kohler. Van der Eyken. Dann eine Kerze von Neun. Und Egon Flath kommt erneut an den Ball. Das 2:0 in der 34. Minute. Diesen Treffer noch einmal in der Zeitlupe. Das sollte eigentlich eine Zeitlupe werden, aber wir sehen uns das Tor noch einmal in normaler Geschwindigkeit an. Ein wichtiger Treffer in dieser Begegnung. Hier sehen wir noch einmal die Kerze von Neun. Und wie gesagt, Egon Flath, sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Dies war dann auch der Halbzeitstand. 2:0 also für Blau-Weiß 90. Nach 45 Minuten und dennoch nun die versprochene verlangsamte Wiederholung. Das 2:0 also zum dritten Mal. Nach 45 Minuten und die Mannheimer hatten dann einen furiosen Wiederbeginn. Karl-Heinz Bührer, eine genaue Flanke auf Fritz Walter und der nimmt Volley. Das 2:1 in der 50. Minute, der 21. Saisontreffer von Fritz Walter. Die Mannheimer machten nun zwar Druck, die Torchancen allerdings besaßen die Blau-Weißen aus Berlin. Manfred Hellmann. Ein sehenswertes Solo, allerdings ohne den krönenden Abschluss. Der Pfosten und Gregor Quasten retten. Die Mannheimer nun in die Defensive gedrängt. Kluger im Aufbauspiel, die Berliner. Brefort setzt sich durch und Eckball. Ja, in Berlin waren die Hoffnungen doch noch vorhanden, durch einen Sieg heute den Anschluss noch einmal an den 16. an den FC Homburg zu halten. Trainer Bernd Horst, ein ständiger Optimist in der Berliner Fußballlandschaft. Dann die 72. Minute, Wolfgang Schüler wieder einmal sträflich frei,
Zunächst eine unerklärliche Rückgabe. Jörg Gätke erkämpft sich den Ball. Riedle, Schlegel, der passt erneut zu Wolfgang Schüler. Das 3:1 in der 72. Minute. Dies war dann eine Vorentscheidung, zumal die Mannheimer nie den Eindruck vermitteln konnten, heute hier in Berlin den Tabellenletzten gefährden zu können. Manfred Hellmann. Ja, und dies hätte bereits der 4. Treffer für die Berliner sein können. Wolfgang Schüler ohne Glück. Diese Szenen häuften sich nun. Erneut Wolfgang Schüler. Er allein hätte heute 3 oder 4 Tore schießen können. Ja, sogar schießen müssen. Und wenn man von Mannheimer Chancen überhaupt in der zweiten Halbzeit reden möchte, so war dies das einzig vorzeigbare. Jörg Neun bekommt den Ball erneut. Der versucht es aus der Distanz. Allerdings eine gute Rettungsaktion von Torhüter Mager. Dann wechselte Trainer Bernd Hoss aus. Für den leicht verletzten Karl-Heinz Riedle kam Bodemar Tern mit der Nummer 14. Ungefähr 10 Minuten vor Spielende. Und Bodemar Tern sollte gleich seine erste gute Szene haben bei diesem Freistoß. Van der Eyck tippt an, Bodemar Tern knapp am Tor vorbei. Gregor Quasten beeilte sich doch, seine Mannschaft verstand dies wohl nicht so richtig. Von Aufbäumen konnte keine Rede mehr sein. Die Blau-Weißen dagegen im Vorwärtsmarsch. Erneut Wolfgang Schüler, Jörg Gätke war in der Mitte vollkommen frei. Manfred Hellmann. René van der Eyck, heute im Mittelfeld eingesetzt, nachdem Jürgen Haller nach langer Verletzungspause als Libero wieder zurückgekehrt war. Alan Clark, der Ire, knapp am Tor vorbei. Er war kurz vor Spielende für Jörg Gätke in die Mannschaft gekommen. Und Sie sehen an diesen Situationen, an diesen Ausschnitten, die Berliner ständig im Druck, im Vorwärtsmarsch. Und dies war dann der Abschluss, der krönende Abschluss, das 4:1 in der letzten Minute von Bodemar Tern. Diesen schönen Treffer dann noch einmal in der Wiederholung. Noch nie haben die Blau-Weißen 4 Tore in einem Spiel der ersten Bundesliga geschossen. Der Funken Hoffnung auf den 16. Tabellenplatz erklimmt weiter in Berlin. Die rote Laterne wurde zumindest heute an Fortuna Düsseldorf abgegeben. Nach dem 2. Heimerfolg und dem 3. Sieg überhaupt. Das, was wir wollten, ist nicht aufgegangen oder nur in einem Punkt nicht aufgegangen. Wir haben das sportliche Ziel nicht erreicht. Wir sind der Meinung, alles andere hat gestimmt. Unsere Spiele liefen in Ruhe ab. Wir hatten das Berliner Publikum überzeugen können, allerdings mit zu wenig sportlichem Erfolg. Aber da braucht man auch leider heute eine Menge Geld. Und wenn Sie als Anfänger oder als Aufsteiger in die erste Bundesliga gehen, da fehlt eben irgendwo einige Millionen, die ein Verein eben nicht alleine aufbringen kann. Der Vorwurf, wir hätten ja Schulden machen können oder wir hätten Geld pumpen können, der geht ins Leere. Denn keine Bank sagt, nur kommt mal her, ihr habt da 2 Millionen, ihr werdet das schon machen. Manuel Kosaba, ich will das Wort aufgreifen. Sie haben gesagt, eigentlich haben Sie fast alles richtig gemacht. Bernd Hoss als Trainer möchte ich mal das Management ansprechen. Ich weiß, Sie haben fast alles gemacht. Von der Seltersflasche holen, über die Äpfel für die Kabine und Spiele verpflichten und Spieler holen und auch darüber nachdenken, was man in der Winterpause macht, die ja nun wirklich nicht das Beste war, was man sich da ausgedacht hatte. Können Sie das unterstreichen, was der Vorsitzende eben gesagt hat? Ich unterstreiche seine Meinung, aber ich sage mal deutlicher, das, was er möglicherweise nicht kann. Wissen Sie, wir sind angeblich abgestiegen. Und die Tragik in der Mannschaft liegt darin, dass die, die jetzt noch am Mittwoch spielen müssen, sich bereits die Aufstellung für Juli vornehmen. Wir haben eine Mannschaft, der ich, Vorstand und die dazugehörigen, sehr viel entgegengebracht haben. Und wir haben etwas erreicht, was mit der Bundesliga nichts zu tun hat. Wir haben einige ganz faule Äpfel in der Truppe, die wir jetzt hoffentlich ausmisten. Das ist ein Teil zur Mannschaft. Und dann die Schwierigkeiten, die wir hatten im Sportlichen. Und hier muss ich ganz klar sagen, der Vorstand in seiner Gesamtheit hat nicht versagt. Wir haben die Punkte nicht erreicht. Und wir sind im Moment noch mit Homburg am Mittwoch im Spiel. Und vorhin wurde so arg angesprochen, Quasten.
Es könnte passieren, dass Quasten noch ein Thema wird. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Herr Tosse, Sie haben die Spiele Ihrer Mannschaft angesprochen. Wir haben uns drei Begegnungen mal rausgesucht, ein paar Schlüsselszenen, die ja typisch waren für die gesamte Saison eigentlich im Berliner Olympiastadion bei Heimspielen. Zum Beispiel am 21.04.87 die Begegnung Blau-Weiß 90 gegen Uerdingen. Diese Begegnung ging 1:1 aus, die letzte Minute. Und man erinnert sich noch, dass Riedle hier diesen Blackout hatte mit der Hand. Ist schon an ganz anderen Fußballern passiert, nebenbei gesagt. Und dann gab es den Elfmeter, da liegt er, kann sein Unglück nicht fassen. Und dann war mit diesem Tor ein Punkt weg. Damit stand es also 1:1. Und dann gab es den 1.5.87. Da gab es das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Hier musste man gewinnen gegen einen direkten Mitkonkurrenten gegen den Abstieg, aber die Begegnung wurde verloren. Schönes Wetter, das war fast alles, was man aus der Sicht von Blau-Weiß sah. Hier das Tor zum 1:1 durch Kaiser. Und dann kam es noch schlimmer, hier der eklatante Fehlpass von Van der Eyken, glaube ich, war es. Und dann kam das 1:2. Ich meine, das war ja wohl auch sehr häufig der Fall in Heimspielen. Die Mannschaft spielte sehr verkrampft beim Pass. Ja, das ist doch genau unser Thema. Wenn eine Mannschaft wie die unsere innerhalb von 2,5 Jahren aufsteigt, wenn unbekannte Spieler bekannt werden. Hier sind doch ein paar Chancen, schauen Sie, der Pfalzer zum Beispiel. Ja? Ja. Danach kommt noch Riedler an den Ball. Dann Schüler, Tor oder nicht Tor, das war diese Geschichte. Die Schiedsrichter haben Nein gesagt. Ja, und das muss man respektieren. Ja, aber sie wollten fortfahren. Ja, wenn also, wie es bei uns war, die Spieler nach Berlin kamen, wahnsinnigen Erfolg nachzuweisen haben, die Bundesliga einfach nicht angenommen haben. Und als sie dann angenommen wurde, war es zu spät. Das war hier das Nürnberger Spiel, das 0:4, das zweite Tor durch Villebois. Ja. Da sind sie mächtig in die Konter reingelaufen, der Nürnberger. Hier sieht man es deutlich, alle in der Hälfte der Nürnberger, der Franken. Und dann gleich das 0:3 durch Stenzel. Immer noch ein bisschen Glück dabei, dass nur einer noch kommt aus dem Hintergrund. Und immer wieder tappten die Berliner ihre Mannschaft bei diesem Spiel ganz besonders in die Abseitsfalle. Ich meine, sie haben sich ja geübt, aber... Nein, das Spiel war in dieser Phase kaputt. Das Spiel war ganz einfach von uns nicht mehr so kontrollierbar, wie es wir gewollt hatten. Und der Club war auch wie im Jahr vorher ganz einfach stärker. Und die hatten uns an dem Sonntag, sprich Samstag, vorgeführt wie etwas. Aber ich meine gerade die geistige Beweglichkeit, das Einstimmen auf eine neue Aufgabe. Die waren alle hier verwöhnt, sie wurden alle zu Größen gemacht. Und das ist das, was mich der Abstieg als solchen so wahnsinnig verrückt macht, dass diese Kerl gerade 3 Tage abgestiegen, bereits schon wieder Zukunftspläne schmieden, obwohl, und ich sage es in Deutlichkeit, von der Gruppe, die wissen noch gar nicht, was denn passiert am 3. Juli. Und das sind unsere Probleme der zwischenmenschlichen Zusammenfassung einer Mannschaft. Und da hatten wir die Vorrunde zu tun und auch Schläge bekommen. Und in der Rückrunde war es und ging bis zum letzten Spiel weiter. Und da, glaube ich, sind wir kaputt gegangen, weil uns bescheinigt jeder, das Leistungsvermögen war so schlecht, nicht um nicht schon vor Wochen 16er zu werden. Und die Krux in der Sache ist, dass man mit 19 oder 20 Punkten in der Liga bleibt. Das gab es auch noch nie. Und deshalb, meine ich, gehe ich auch so hart ins Gericht und werde auch meinen Verein ziemlich eindeutig darauf hinweisen, wer hier versagt hat, das lässt sich nachprüfen und wer nicht. Und ob die im Vertrag sind, das betone ich deutlich. Das interessiert mich nicht. Am 3. Juli fährt mit Sicherheit eine andere Mannschaft fort, als die, die jetzt schon wieder schmiedet. Dinge, die noch gar nicht ihr Bier sein können. Deutliche Worte, Bernd Hoss. Ich ernehme Ihren Sätzen, dass Sie auch dann in Zukunft der Trainer bei Blau-Weiß 90 sein werden. Ich gehe davon aus, es war bisher nicht anders die Rede, dass ich die neue Saison plane. Und von daher kann ich eigentlich das auch so in Deutlichkeit sagen. Wobei ich einen Stachel auch nicht vergesse. Und hier bin ich ganz ein ehrlicher Hund und kein Diplomat. Auch das ging nicht auf, einige Herren hier den Alten wegzuschieben in einer Zeit, wo die Medien und mitgemacht hatten. Deswegen stehe ich zum Erfolg, habe auch dort meinen Teil beigetragen, nicht viel. Und stehe jetzt auch im Misserfolg zur Sache. Nur einige unserer Herrschaften müssen aufpassen. Manuel Kosava, Sätze, die Sie aufmerksam gehört haben. Sie haben auch in sich hinein gelächelt. Ich kann das nicht so richtig deuten. Sie haben ja einen Sponsor, Herr Maringer. Eine deutliche Frage ist auch mal von mir an Sie. Was haben Sie zu sagen? Ich kann das nur unterstützen, was der Trainer sagt. Wir haben einen Vertrag zusammen und den lassen wir uns nicht von außen auseinandernehmen. Sicher ist modern im Fußball, hauptsächlich im Bundesliga-Fußball, da gibt es Vereine, die machen vor 4 Wochen Vertrag, heute schmeißen einen Trainer raus. Wir gehören nicht zu denen. Es ist da sehr einfach, auf den Trainer loszugehen, den auszuwechseln und dann kommt neuer, passiert auch nichts. Wir sind gut miteinander eingearbeitet.
Warum soll man das kaputt machen? Okay, die Temperaturen waren oft sehr hoch bei Ihnen beiden und bei der Mannschaft, bei den Zuschauern auch. Wir haben so eine Fieberkurve mal zusammengestellt, um mal zu zeigen, wo dann Blau-Weiß gestanden hat im Laufe der Saison. Schauen Sie mal, vom 17. auf den 13. war ein schöner Platz. Und dann ging es abwärts und wieder aufwärts, wie es so im Leben ist. Und dann am Ende stand man eben nur noch unten. Und leider der letzte Platz, das ist also der Platz, der zum Abstieg verurteilt. Der vorletzte kann es noch werden. Okay, wir wollen die Wahrheit sagen. Eine letzte Frage, Bernd Hoss. Mittwoch geht es gegen den FC Homburg. Mit welcher Taktik? Will man den Homburg am Bein stellen oder sagt man, bleibt ihr doch drin? Soll Düsseldorf mit uns runter? Meine Antwort ist die einfache. Wir haben eine Berufsehre und ich habe überhaupt keinen Grund, die Mannschaft irgendwo hin reinzudrücken. Sie hat 2 Punkte zu holen. Sie hat mit Homburg das Spiel zu machen. Sie hat sich dann in Berlin so zu verabschieden, wie es sich gehört, auch in der schweren Zeit, wie sie im Moment ist. Mehr sage ich nicht, die Homburger kriegen nichts geschenkt. Bedanke mich, meine Herren. Und dann ja, auf Wiedersehen in der zweiten Liga, so schwer mir der Satz auch über die Lippen kommt. Möglicherweise mit Hertha BSC, wenn sie aufsteigen. Chancen sind ja da. Wir haben noch ein paar Spielszenen von der Begegnung HSV Blau-Weiß zusammengestellt. Vielleicht haben Sie das eine oder andere nicht sehen können am Wochenende. Und die wollen wir Ihnen jetzt noch zeigen. Es begann im Hamburger Volksparkstadion mit einer Chance von Hellmann. Und jetzt stehe ich einfach mal auf und jetzt müsste eigentlich die Einspielung kommen. Da ist es. So. Da kann man eigentlich gar nicht hinschauen. Bernd Hoss dreht sich auch ein bisschen weg. Und dann ging es weiter mit Riedle. Auch er hat gleich 2-mal die Möglichkeit. Die erste sicher eine größere als die zweite. Hier ist er nochmal am Ball. Man weiß ja, er geht zu Werder Bremen für eine Ablösesumme von 1,6 Millionen. Ein gutes Geschäft für Blau-Weiß 90. Dann noch eine Chance. Ich möchte gerne wissen, was Bernd Hoss da gesagt hat. Ich werde nachher mal fragen. Gätke. Auch eine Chance für ihn. Er bleibt am Ball, aber dann doch vergeben. Und dann kam das Tor für den HSV. Nach dieser Flanke kam Homp an den Ball. Und ich glaube, das Leder wurde ein bisschen abgefälscht. Erwischte Marke auf den falschen Fuß. 1:0 für die Hamburger. Aber Freude kam noch mal auf und Hoffnung natürlich bei Blau-Weiß als Schüler hier den 1:1 Ausgleich erzielen konnte. Und dann gab es noch eine ganze Reihe von Chancen für Blau-Weiß 90. Zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen Brefort und Riedle. Ja, da fehlte wirklich nicht viel. Also vom Glück begünstigt waren die Blau-Weißen wirklich nicht in der Saison. Aber Glück hat auf der Dauer eben nur der Tüchtige. Matern. Auch er scheitert an Uli Stein. Und dann kam der 2:1 Treffer. Ein Schuss, den keiner erwartet in der Situation von Lux. Und da gingen dann die Lichter aus für Blau-Weiß. 2:1 für die Hamburger. Zu diesem Zeitpunkt stand es in Homburg noch 1:1. Auch Bremen war dem Ausgleich nahe in Düsseldorf. Die letzte Chance hatte dann Gätke. Und ja, das war's dann.